Bahnübergang ist von hier aus genau eine Viertelmeile entfernt. Also bei Grün wird durchgestartet. Durchstarten werden wir auch mit diesem Set, nämlich von LEGO Speed Champions 76912 Fast and Furious, der 1970er Dodge Charger RT oder auch einfach gesagt Dom's Dodge Charger. Dieser echt schicke Muscle Car hat 345 Einzelteile, eine Minifigur und zwar Dom selbst und das zu einer UVP von 25 Euro. Erhältlich ist dieser Dodge seit dem 1. August 2022 natürlich. Ich habe mir das Set beim Müller, als ich übers Wochenende in Regensburg war, spontan für einen 20er geschnappt und eines vorweg, ich liebe ihn. Aber erstmal schauen wir uns in Kürze den Charger genauer an und zwar gleich nach dem Intro. So, schauen wir uns das Set jetzt mal an. Wir haben auf jeden Fall keine Möglichkeit, Motorhaube aufzumachen. Das ist ein bisschen schade, wie ich finde. Wir können lediglich hier diese Luftrutsche hoch und runter setzen. Und dann können wir halt noch hinten, Kofferraum kann man leider auch nicht aufklappen. Und der Teil, der Block da hinten vom Kofferraum kann man auch abziehen. Ansonsten haben wir nur ein Dach, was wir öffnen können. Das sitzt auch ziemlich lose dran. Also wenn man es einfach so umkippt, dann ja, hält es einfach ab. Muss man halt dann immer wieder so drauflegen. Es liegt auch einfach nur so drauf. Und dann gucken wir uns noch den Innenraum an. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier einen Überrollkäfig dran. Sieht echt schön aus. Und dann in der Mitte das rote hier. Das ist der Nitrobehälter, würde ich mal sagen. Oder ist wahrscheinlich auch der Nitrobehälter. Genau, wir können auch die Scheibe einfach hier absetzen und dann auch die Minifigur dann rausbringen und ja, das muss man auch machen, die Scheibe raus. Wenn man die Figur wieder reingesetzt hat, dann halt wieder die Scheibe rein. Und dann wieder halt den Deckel drauf. Lässt sich auch wunderbar fahren, fühlt sich auch massiv an den Händen und an den Fingern. Ja, macht auch auf jeden Fall echt Spaß. Schauen wir uns jetzt einmal noch die Unterseite des Ganzen an, also alles schön in Schwarz gehalten. Von außen sind keine irgendwelche anderen Farben sichtbar, ist also alles schön in Schwarz bedeckt. Kommen wir mal zu dem größten Kritikpunkt an dem Ganzen, nämlich die Sticker, und zwar hier an der Scheibe. Die sind ziemlich beschissen dran zu kleben und wenn da hier eben diese Fettschlieren vom Finger halt dran kleben, sieht man das halt ziemlich gut dann an den transparenten Scheiben. Das ist halt ziemlich blöd und sieht halt auch ziemlich blöd aus. Aber ja, dann haben wir noch hier einmal einen Sticker am Tankbereich, am Tankdeckel. Und dann noch leider auch von vorne, also am Grill. Und dann nochmal ein Kennzeichen, ein weiterer Sticker. Genau. Also das ist der größte Kritikpunkt an dem Ganzen, die Sticker. Also, wir wissen jetzt 345 Teile für eine UVP von 25 Euro. Ich habe mir dieses Set hier in Regensburg, als ich in Regensburg war, für 20 Euro bei Müller mal einfach mal mitgenommen. Das wusste ich gar nicht mal, dass es diesen Dodge hier gibt. Wusste nur, dass es diesen Aston Martin da gibt, aber von dem habe ich noch nie was gehört. Aber als ich den gesehen habe, war das so wie Liebe auf den ersten Blick und den habe ich mir auf jeden Fall gleich mal mitgenommen. Später im Hotel habe ich dann mal geguckt, wie viel der UVP eigentlich wert ist, und dann habe ich gesehen, da ist für 25 Euro drin. Aber für 25 Euro nur dieses Auto hier zu verlangen von LEGO ist halt schon, ja, Wucher. Also ich finde jetzt nicht, dass es 25 Euro, wenn ich mir das jetzt hier angucke, dann sehe ich jetzt keine 25 Euro drinstecken. Das ist ein simples Auto, es ist ein schönes Auto, mir gefällt es wunderbar. Also das Produkt an sich gefällt mir sehr. Aber der Preis für eine UVP von 25 Euro, das ist einfach echt zu viel. Das geht einfach so nicht. Und die 25 Euro ist ja bereits diese Preiserhöhung, die halt LEGO jetzt bei diversen Sets immer alle anschlägt. Und damals haben die Speed Champions Autos 20 Euro gekostet. Und da würde ich sagen, ist 20 Euro wirklich die oberste Schmerzgrenze. Ansonsten
guckt lieber bei anderen Händlern nach, wo ihr die Rabatte, wo ihr mit Rabatt zuschlagen könnt. 15 Euro oder bei eBay gebraucht, wenn es euch nicht groß stört. Auch für ca. 15 Euro. Und da, das für 15 Euro ist das ein super Set. Aber mal abgesehen jetzt von dem Preis, ich finde den einfach klasse. Mir gefällt er wirklich sehr. Ich finde die Form super. Ich finde diese kastenartige Look, auch wenn es nicht so wirklich so rund ist wie im Original natürlich, hat es dann halt im Lego eben durch die Bausteine halt eben mehr so einen kastigen Look. Das mag ich einfach sehr. Das finde ich echt cool. Das ist halt so typisch dann Lego. So liebe ich es halt. Das ist dann genau meins, finde ich. Und einfach die Luftwurzel da oben, das ist einfach auch echt schick, muss ich sagen. Genau. Es soll ja angeblich, gerüchterweise soll dann im Januar 2023 oder generell im 2023 sollen tatsächlich vielleicht noch von Lego Speed Champions dann nochmal was von Fast and Furious kommen. Und zwar den Nissan Skyline. Boah, was war es nochmal hier? Keine Ahnung. Der aus dem zweiten Teil. Das Modell habe ich schon vergessen. Der aus dem zweiten Teil, dieser silberne. Also das wäre echt geil, wenn das wirklich kommen würde. Genau. So viel mal dazu. Liked gerne das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal. Schaut auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Letztens habe ich den ATTE Walker hier zu sehen. Einmal gereviewt. Und davor noch Obi-Wans Jedi Starfighter. Schaut da gerne mal rein. Genau, ich habe zwar eigentlich letztes Mal gesagt, dass es eigentlich eher Top-Motion-Video gibt. Und Review eher so zwischendurch. Aber hey, komm, ich habe den einfach spontan mitgenommen und ich musste einfach mal den zeigen. Ich fand den echt klasse. Genau. Deswegen. Aber der hat, wie gesagt, nicht so viele Funktionen. Deswegen ist es relativ kurz. Hoffe ich mal. In diesem Sinne sage ich dann vielen Dank nochmal. Schönes Wochenende. Habt einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Video. Ciao.